Wir wollen uns dem Vorwurf nicht länger aussetzen, dass wir andere Meinungen hier nicht zu Wort kommen lassen und haben deshalb eine neue Rubrik eingerichtet, Sendezeit für Wutbürger. Ich begrüße nun ganz herzlich unsere Gastrednerin Peggy Novak. Was denn? Soll ich mich jetzt auch noch bei euch NATO-Systempresse-Marionetten bedanken, dass hier mal einer endlich die Wahrheit sagt? Kann ja wohl echt nicht hier die Possibility sein. So, ist das jetzt hier an oder was? Egal, ist auch, wird sowieso rausgeschnitten, ne? So, also, da ist jetzt dieser Tsipras also heute beim Putin gewesen, ja? Und die Lügenpresse, die tut wieder mal so, als wenn der auf den Todesstern fliegen würde, um sich hier von Darth Vader adoptieren zu lassen, oder was? Ja, aber ganz ehrlich, wenn der andere Grieche, ja, der da aussieht wie dieser, na ja, wissen Sie schon, hier dieser, der sieht so ein bisschen aus wie dieser Bruce Willis, wie heißt er denn? Dieser hier, Varu-Dings da, ja, wenn der zum Obama fährt, dann ist das okay oder was? Dabei sind die Amis doch hier die Bösen, nicht der arme Putin. Ich meine, die Amis, die haben doch angefangen und dem Putin hier mal ganz schön seinen ganzen Ostblock geklaut. Ist so, Polen, hier Tschechland, hier die DDR, die sind jetzt alle in der NATO, alles weg. Alles weg, ja? Da ist, ich meine, das ist völlig okay, wenn sich Putin auch mal was nimmt, ja? Und da ist der ist auch noch so bescheiden dabei. Ich meine, die Krim, das ist ja nur eine halbe Insel. Ist so. Und weil hier im Schrumpf Russland kaum noch Platz ist, muss der arme Mann jetzt seine Soldaten einfach mal in der Arktis abstellen. Und dann, wisst ihr, heißt es ja gleich wieder, kalter Krieg und so. Ich meine, was kann der Putin denn dafür, dass das Wetter da so beschissen ist? Ich meine, seien Sie doch mal ehrlich, seien Sie doch mal hier, ganz ruhig, seien Sie mal ehrlich, meine Lieben. In Wahrheit wollen Sie doch eigentlich am allerliebsten diesen Putin haben. Ich meine, die Probleme, die wir haben mit einem Putin, hätten wir die nämlich überhaupt gar nicht erst. Da werden bei einer Demo in Frankfurt, das muss man sich mal vorstellen, 80 Polizisten verletzt von friedliebenden Demonstranten. Sowas wäre in Russland aber sowas von umgekehrt passiert. Und mit den Asylanten. Haben Sie schon mal von Afrika-Flüchtlingen gehört, die mit dem Boot nach Russland wollen? Haben Sie schon mal? Und mit dem Fernsehen. Kennen Sie auch nur einen Russen, der GEZ-Zwangsgebühren zahlen muss, damit er sich sowas hier angucken darf? Eben! Ja, wachen Sie endlich mal auf, Sie NATO-Opfer! So, Ruhe jetzt. Ich muss jetzt nämlich los. Ich habe auch noch ein bisschen was Wichtigeres heute zu tun. Ich meine, das Internet, das kommentiert sich hier sicherlich nicht von alleine. Und Sie, Herr Ehring, Sie können hier mal schön diese ganzen Witze hier vorlesen, die Ihnen dieser Obama da geschrieben hat. Sie hirngewaschener Systembüttel mit ganz viel doof im Kopf. So.